Ja, German Motor Cult ist wieder unterwegs mit Markus Müller und Genusstouren für Fahraktive. Wir starten heute Morgen hier am Deutschen Weintour und heute geht's ins Elsass. Wir haben eine schöne Gruppe dabei an Autos und das wird richtig spaßig heute werden, durchs Elsass zu fahren, durch die Weinberge, Mittagspause. Wir zeigen euch da einiges von der Strecke. Bleibt mit dabei und wir sehen uns unterwegs. Euer Micha von Motor Marketing. Ja, wir starten mit unserer Tour direkt heute Morgen hier am Deutschen Weintor und jetzt geht es erstmal durch den Ort, weil da, wo wir wohnen auf unserer Tour, das wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Zu Fuß gehen kann jeder, deswegen haben wir gesagt, wir ändern das Roadbook heute Morgen ein bisschen und fahren erstmal durch den Ort. Genießt das mal, schaut euch mal das hier alles an. Ah, habe natürlich gestern Abend schon hier den regionalen Pfälzer Wein verköstigt. Vor uns der Spider, sehr, sehr geil, Hansi. Auf dem Nummernschild unten, McCreen drives Porsche. Hintergrund ist der, er fährt noch einen Ford Mustang Bullitt. Den haben wir auf German Motor Cult auch schon vorgestellt, den Wagen. Und ja, heute ist er mit dem Spider dabei. Sehr geile Kiste. Was ein geiler Vormittag schon heute. Also ihr habt es gesehen auf den Straßen hier, einfach richtig Laune, kleine Straßen, Sonnenschein. Jetzt fahren wir hier gerade an so einen kleinen Deich lang, was auch immer auf der anderen Seite ist, man weiß es nicht. Ja? Aber wir haben so eine Laune mit dem Spider hier unterwegs und mit Markus vorne, mit seinem Fiat 125 Spezial. Er gibt auch mal wieder schön Pin, ja, und hat gemeint, ja, ich fahre heute ein klein bisschen schneller, damit ihr mit euren Porsche auch hinterherkommt. Und es macht wirklich Laune, ja, also Hansi hinter uns, vor uns, neben uns. Und wir haben richtig Spaß auf der Strecke hier. Jetzt sehen wir hier, wir fahren eine Straße rein, Durchfahrt verboten. Das gilt aber nicht für uns, wenn wir mit Markus unterwegs sind, weil Markus hat alles angefragt. Das ist für uns natürlich vollkommen okay. Da, wo normale Leute nicht lang kommen, da fahren wir lang mit Markus. Genusstouren für Fahraktive, heute unsere Elsass-Tour mit Markus Müller. Wir sind heute Morgen schon ganz tolle Strecken gefahren, kleine Sträßchen. Viel Spaß, ihr habt es immer wieder im Video mitgekriegt. Markus, was erwartet uns heute noch, was steht auf dem Plan? Ja, wir haben ganz, ganz viele malerische Ortsdurchschaften mit vielen Fachwerkhäusern, schöne Plateaus, jetzt hier ein bisschen Wasser, heute Mittag tolles Feinschmecker-Mittagessen im Elsass. Also ganz runde Tour, ja. Ganz runde Tour. Wie lange geht das Ganze heute? Ja, ich denke, wir sind so circa 17.30 Uhr, 18 Uhr sind wir wieder zu Hause. Also eine richtig schöne Tour wieder wie gestern. Gestern sind wir ja, habt ihr auch unten im Video ist der Link drin, die Südpfalz-Tour. Wir waren im Pfälzerwald unterwegs gewesen und durch die Weinlagen und gestern hat man 230 Kilometer gemacht. Wie viele sind heute? Ja, heute sind es ca. 200. 200? Ja. Also wunderschön. Man kommt wirklich ganz entspannt, nicht zur Ruhe, sondern hat wirklich Spaß mit den Autos auf der Strecke. Und es macht einfach eine riesen Laune. Du bietest ja noch mehr so Touren an, ne? So ist richtig. Ja, wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Von Mitte April bis Mitte Oktober. Ja. Überall was dabei, ja. Und man findet dann dich im Internet wo? Unter www.mmsd-genusstouren.de. Wunderbar. Unsere Fähre legt an. Wir fahren weiter. Bis später. Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ja, hier vor uns fährt gerade Barbara. Barbara wollte eigentlich mit ihrem ganz seltenen Citroen SM Injection aus 1973 teilnehmen. Der Wagen ist aber leider gerade noch in der Vollrestauration, noch nicht wieder da, so wie sie sich das vorgestellt hat. Und ja, kein Thema. Dann fährt man einfach mit dem Alltagsauto mit, kann genauso teilnehmen, genauso Spaß haben, jeder andere hier auch, mit auf der Strecke sein und Spaß haben. Ja, in Frankreich wird noch schwer geheiratet. Also wir sind heute am Samstag hier unterwegs im Elsass und wir haben mittlerweile schon die dritte oder vierte Hochzeit gesehen. Ja, wir hatten gerade eine grandiose Mittagspause gehabt, also wirklich sehr feudal gegessen unter dem Motto Michelin. Ja, gemeint ist damit natürlich nicht der Pneu, den wir alle so lieben, der so satt auf der Straße klebt, sondern damit ist gemeint, dass der französische Restaurantführer und wir haben hier wirklich in so einem von diesen berühmten Sofa-Restaurants gesessen, gute 2,5 Stunden Benzingespräche geführt und dabei ganz, ganz lecker gegessen, also wirklich traumhaft. Und jetzt sind wir wieder hier unterwegs, kleinste Sträßchen, wie ihr sehen könnt. Da darf es auch mal eng werden, wenn ein Traktor entgegenkommt. Eine wunderschöne Tour. Ich habe es super genossen. Herrliches Wetter, tolle Gegend, super. Genusstour für Fahraktive, eine erneute Tour mit Markus Müller, mit unglaublichen Sträßchen und im Elsass unterwegs, kulinarische Höhepunkte, fahrtechnische Höhepunkte. Man hatte unglaublich viel Spaß, besonders natürlich mit einem Fahrzeug in dieser Art. Ich kann es nur weiterempfehlen, weiter so.